Pippin has told ye the truth. We will need fresh water badly, and soon. I've tried to clear one of the smaller wells, but it reeks of stagnant filth. It must be getting clogged at the source. Ja, er sagt, dass er versucht hat, einen der Brunnen zu reinigen, aber der sofort wieder verseucht war. Also muss es an der Quelle liegen. So, wir können Zeug verkaufen. Ja, das mache ich in Zukunft mal schneller mit der Tastatur. So, dann haben wir noch das ganze Zeug, was wir Edwia verkaufen können. Und uns von ihr auch mal eine Squad of Town Portal kaufen. Oh ja, und unseren Umhang reparieren sollten wir bei Griswold dann auch noch. I sense a soul in the people of Tristram will die if you cannot restore fresh water to their wells. Know this, demons are at the heart of this matter, but they remain ignorant of what they have spawned. Also ja, sie erzählt uns, dass Dämonen schuld dran sind. So, wir können hier Mana Potion verkaufen. Book of Firebolt, das gibt uns sehr viel Geld. Und der Rest sind Potions of Healing und Scroll of Healing. Ja, die wollen wir nicht verkaufen. Wir hätten stattdessen lieber gerne Scroll of Town Portal. So, die packen wir allerdings ins Inventar, nicht in den Quickslot. Sicher ist sicher. Und dann müssen wir noch das Ding reparieren. Und ja, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, als der Wack kaputt gegangen ist, er ist ganz kaputt gegangen. Wow, das ist auch noch so eine Sache in Diablo 1. Zeug kann komplett instant ganz kaputt gehen. Unreparierbar, einfach weg. So, alles mal reparieren. Was hat Crappy zum Sagen? I have always tried to keep a large supply of foodstuffs and drink in our storage cellar, but with the entire town having no source of fresh water, even our stores will soon run dry. Please do what you can, or I don't know what we will do. Ja, er sagt, dass er noch Vorräte hat für Notfälle, aber die auch irgendwann ausgehen werden. Good day. How may I? My grandmother is very weak, and Garda says that we cannot drink the water from the wells. Please, can you do something to help us? Ja, sie braucht Wasser für ihre kranke Großmutter. Also müssen wir dafür etwas tun. So, können wir uns noch anhören, was Wirt dazu zu sagen hat? Und ja, bei Wirt könnten wir theoretisch Glücksspiel machen. Over here. Also für 50 Gold sein Inventar angucken und dann gucken, ob er was hat, was wir gebrauchen können. Was sehr selten der Fall ist. For once, I'm with you. My business runs dry, so to speak, if I have no market to sell to. You better find out what is going on, and soon. Ja gut, Wirt macht sich nur Gedanken über seine Geschäfte. Don't trust everything the drunk says. Too many ales have fogged his vision and his good sense. Ja, und dann sagt er noch als Gossip, wir sollen nicht auf Fadem hören. Ja. Auch gut. Gut, das heißt wieder runter in die Kathedrale. Die in dunklem roten Licht scheint. Deswegen ist es halt auch wichtig, bei jeder Ebene mal also wenn wir eine neue Ebene erreichen, irgendwann mal in die Stadt zurückzukehren,
Weil immer wenn wir eine neue Ebene erreichen, jetzt so wie Ebene 1, schalten wir die Quests für die nächste Ebene, also in dem Fall 2 frei. Jetzt mal abgesehen vom Butcher. Den wir halt instant freischalten. So, hier speichern wir mal. Weil in Diablo 1 müssen wir auch regelmäßig speichern, weil wir sonst, wenn wir sterben, ist halt alles futsch. Wir respawnen nicht, wie in Diablo 2. Ja, man merkt, hier unten sind die Gegner schon etwas stärker. Wir können sie nicht ganz so leicht über den Haufen ballern. Oh, und wir haben vergessen, das Cape aufzusammeln. Na egal, das gibt uns eh nicht so viel Geld. Oh, der erste Schrein. Falchion. Ja, bei Schreien sollte ich eigentlich auch speichern, weil wenn ich sie benutze... Oh, das ist nur ein Schrein, der Mana-Schild macht. Au, genau. Das heißt, wenn ich Schaden nehme, geht das aufs Mana und nicht auf unser Health. Solange das Mana-Schild aktiviert ist und wir Mana haben. Ja, da ist die Dark Passage. Cool. Hat Wax gespawnt und Level up. Yay, endlich mal mehr Schaden. Okay, und jetzt wird's böse. Zum Glück haben wir Mana-Schild an. Ja, das hat uns jetzt ein bisschen was abgezogen. An Mana jedenfalls. So, aber es liegt genug Gold dadurch dafür hier herum. Ja, jetzt wäre es praktisch, einen Mana-Trank zu haben. Oh, hi, Jungs. Und man steckt sich da ganz schüchtern hinter der Ecke. Ist auch gut. Arcane Power brings Destruction. Hat das irgendwas an unseren Stats geändert? Nein, das hat es einfach nur unser Mana wieder aufgefüllt, was praktisch ist. Ein Cloak. Au, okay, das war eine Falle, die hätten wir entschärfen können. Theoretisch. Das Tolle an Skills ist, sie kosten keinen Mana. Okay, die Tür hatte auch eine Falle. Wie nett. Ja, und jetzt seht ihr ein bisschen, was ich meine, als ich gesagt habe, Fernkämpfer sind mies in dem Spiel. Also für Nahkämpfer ist es dann nochmal böse, weil die müssen an die Fernkämpfer rankommen. Und auf höheren, also in niedrigeren Etagen, laufen die Fernkämpfer auch gerne mal weg. Okay, hier haben wir alles abgegrast. Die Fässer, da haben wir alle zerstört.
einen Säbel. Oh, Healing Potion, das ist immer nett. Wow, da schießt wieder einer. Okay, da ist jetzt ein bisschen mehr. Das sind übrigens Corps-Captains. Die sind deswegen etwas stärker als normale Skelette. So. Noch mehr Dexterity. Das ist nämlich auch so eine praktische Sache. Wir müssen eigentlich hauptsächlich unser Zeug in Dexterity und Leben stecken. Dadurch erhöhen wir unsere Rüstungsklasse, unseren Schaden und unsere Trefferchance. Während andere, während gerade der Warrior zum Beispiel Dexterity auch ein bisschen skillen muss, weil sonst seine Trefferchance in den Keller sackt. So, das sieht so aus, als ob es da schon... Nee. Das ist einfach nur eine Lampe, die hier steht. So, hier ist auch nichts mehr. Now where would I put this? Okay, wir sind schon wieder ziemlich voll. Ich hätte aber eigentlich gerne den Longbow. Den wir nicht tragen können, weil wir Stärke bräuchten. Hm. Ja, wenn ich uns unsere Ausbeute so ansehe... Ja, sag ich mal, was wieder an der Zeit, zurück in die Stadt zu gehen. So, wir können das Quick Inventory aufmachen und hier die Squad of Taub Portal aktivieren. Dadurch müssen wir sie nicht unbedingt im Inventar suchen. Hello, my friend. So, stay a while and können listen. Das Schwert identifizieren. Können alles verkaufen. Wow, what can I do for you? Small Axe, Saber, den Langbogen nicht. Achso, wir gucken mal, was hast du so im Angebot? Cape of the Jaguar. Strong Rope. Cape of Light. Cape of Light. Also er hat nichts Besonderes gerade. Dann reparieren wir mal alles. So, jetzt haben wir wieder Platz. Und uns eine neue Scroll of Town Portal. So, jetzt hier noch auf dem zweiten Level ist es okay, wenn wir weißes Zeug einsammeln, aber irgendwann sollten wir das dann sein lassen. Ach so. I sense a soul in search of answers. Gut.
Die Passage zu machen ist übrigens leichter als den Butcher zu töten. Gut, wir sind wieder hier. Können das Zeug, was wir nicht aufsammeln konnten, mal aufsammeln. Und uns weiter umschauen. Potion of Healing. Oh, hier ist der Weg nach unten. Ach ja, und unser Mana-Schild ist abgelaufen. Sieht man daran, wir haben diese Kugel nicht mehr im Kopf. Skull Cap. Die ist besser als eine normale Cap. Was wir bis jetzt noch nicht begegnet sind, ist eine Mini-Boss. Was ich interessant finde. Noch ein Bogen? Noch ein Shortbow. Ah, gucken wir da oben fertig, weil ich glaube, da geht es dann nicht mehr weiter. Ah, doch, es gibt eine Tür. Mal gucken, wo waren wir jetzt überall noch nicht? Hier in der Ecke. Und hier im großen Raum. Hm. Gehen wir erstmal zum Start zurück und gucken uns die Ecke an, die wir übrig gelassen haben. Da würde ich sagen, können wir mal in die Secret Passage gehen. Oder vor der Secret Passage halt speichern und einen Cut machen. Ah, hier ist die Tür. Gut. More Chest. Oh, Scroll of Town Portal. Das ist praktisch. Wow, 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 wow. So, jetzt die 5 Punkte mal in Stärke. Dann können wir den Longbow nämlich benutzen. Den wir bis dann 3 bis 8 Schaden machen. So. Skeleton Tome. Book of Holy Bolt. Mhm. Also ja. Wax. I can't carry anymore. Ja gut, dann bleibt der mal liegen. Und wir bewegen uns zur Secret Passage. Gut, und an dieser Stelle speichere ich jetzt mal
Und dann gibt es unseren ersten Cut. Ich hoffe, ihr guckt mir weiter zu bei diesem Projekt. Und dann sehen wir uns gleich wieder.